Partystimmung auf der Popcom. Vier Bands rocken in Berlin um den ersten Radio Award für neue Musik. Radiohörer nominierten die Bands zuvor im Internet. Die vier Finalisten kommen aus Berlin, Erfurt und Frankfurt am Main. 20 Minuten lang spielten sie um die Gunst der Jury um Sippen und Sängerin Stephanie Kloos. Das Rennen machten Bonaparte aus Berlin. Sie überzeugten mit einer akrobatischen Bühnenshow und große Kostüme. Dafür heimsten sie den ersten Radio Award ein, einen schweren Lautsprecher. 5000 Euro können sie jetzt ausgeben. Wofür, wissen sie noch nicht. Das ist ja an irgendwas gebunden, also muss ich zuerst rausfinden, was man da kaufen kann. Ob man da Gummibären kaufen kann oder frische Kleider für die Band oder keine Ahnung. Die Band besteht aus mehr als 10 Musikern. Es herrscht ein Kommen und Gehen. Was sie verbindet, ist Berlin. Aber am Ende des Tages ist es halt so. Es sind Leute, die ich sehr gerne mag, mit denen ich gerne performe, die sich halt alle irgendwie auf der Suche nach irgendwas in Berlin getroffen haben. Und das macht die Energie. Nach der Verleihung stürmt Bonaparte noch einmal die Bühne, um zu feiern. Für sie nichts Neues. Die Band ist gerade auf Tour.